Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grünen wollen die Gründungskultur in Deutschland stärken. Und das ist ja vom Grundsatz her erstmal eine gute Sache. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich denn das Umfeld für Gründerinnen und Gründer wirklich verschlechtert oder negativ verändert hat. Brauchen wir dringend dieses ganze Bündel von Maßnahmen zur Stärkung der Gründungskultur? Ich stelle es ja nur als Frage, wie es denn die Grünen meinen. Die Grünen begründen die Notwendigkeit ihres Antrags mit der gesunkenen Anzahl von Unternehmensgründungen in Deutschland in den letzten Jahren. Und diese Zahlen haben sie aus dem Gründungsmonitor der KfW-Bank. Allerdings verliert der Antrag kein Wort darüber, über den direkten Kontext, warum es denn zu dem Rückgang der Gründung gekommen ist. Die Überschrift des KfW-Gründungsmonitors 2016 lautete, ich zitiere, Arbeitsmarkt trübt Gründungslust. Die Überschrift des KfW-Gründungsmonitors 2017, Zitat, Beschäftigungsrekord mit Nebenwirkungen, so viele Gründer wie nie. Schon die Überschriften machen deutlich, dass viele Menschen den Weg in die Selbstständigkeit nur bedingt wählen. Für viele Menschen ist die Anmeldung eines Unternehmens nicht mit einer großen Innovation oder einer revolutionären Geschäftsidee verbunden. Oft ist es eben auch ein Schritt, der aus der Not herausgeboren wird, der dann schnell zur Scheinselbstständigkeit und damit auch schnell dazu führen kann, dass die Menschen sich selbst ausbeuten. Hier sind wir als Linksfraktion besonders sensibel, denn die blanken Zahlen tun die Realität leider Gottes nicht immer widerspiegeln. Die derzeitig gute Konjunktur und die damit eingehende Beschäftigungslage hat für viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit erspart. Denn haben die Menschen die Wahl, entscheiden sie sich eher für eine sichere Anstellung mit dazugehöriger sozialer Absicherung. Sicherlich, viele Firmengründer geben Impulse für Innovation und stärken unseren Wirtschaftsstandort. Positive Beispiele für innovative Neugründungen kommen hierzulande vor allem aus den Bereichen IT, Biotechnologie, aber auch zum Beispiel aus dem Bereich der Computerspiele. Viele Gründungen im Handwerk oder bei den freien Berufen sind absolut eine Bereicherung. Ihre positive Rolle darf nicht unterschätzt werden. Und auch wir als Linksfraktion wollen das überhaupt nicht schlechtreden, ganz im Gegenteil. Andererseits dürfen wir bei der Einordnung der Rolle von Unternehmensgründung für die Beschäftigung nicht nur auf die bloße Anzahl von Gründungen schauen. Schauen wir auf die Zahlen dahinter und stellen damit dann fest, dass der größte Teil der Selbstständigen überhaupt keine Arbeitnehmer, keine Angestellten hat. Damit sind es im besten Falle Freiberufler, im ungünstigsten Falle sind es auch Scheinselbstständige, die in der Statistik auftauchen. Wie eingangs gesagt, wehrt sich die Linke nicht dagegen, dass die Bedingungen für Gründerinnen und Gründer verbessert werden. Deswegen begrüßen wir auch einen Teil der Maßnahmen, sogar einen großen Teil der Maßnahmen, den die Grünen in ihrem Antrag vorschlagen. Dazu gehört unter anderem die bessere soziale Absicherung für Selbstständige und der Abbau von bürokratischen Hürden. Einen Teil ihrer Forderungen, wie zum Beispiel nach einem Venture Capital Gesetz, lehnen wir ab. Und wir fordern weitere Maßnahmen in der Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit. Und im Übrigen fänden wir, der richtig große Wurf für ein besseres Gründungsklima in Deutschland wäre die Überwindung der unsäglichen Hartz-IV-Gesetze und die Einführung einer ordentlichen Mindestrente. Denn, und ich begründe Ihnen das, wer keine Angst haben muss, bei einem möglichen Scheitern sofort ins absolute Nichts zu fallen, der wagt vielleicht schneller den Schritt in die Selbstständigkeit. Daraufhin ein herzliches Glück auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat nunmehr Matthias Egen für die SPD-Fraktion.